Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Baldur's Gate. Letzte Folge haben wir leider ein Mitglied verloren, für immer. Der ist tot. Astarion wird nicht mehr zurückkehren. Und der Stab von ihm kontrolliert alles. Ja, aber hier ist kein Stab. Mach mal so, weil es schneller geht. Der hat den Stab jetzt hier nicht verloren oder so, ne? Nö. Wo ist der Stab? Hör mal zu, du Pissfletcher. Er hat den Stab irgendwie... Gar nicht dabei gehabt. Minsky Boy. Kannst du den mal bitte eben rausschmeißen? Aha. So. Familienring. Und das Ding hier. Rapisode. Casador entdeckte seine Liebe für die Poesie, als er seinem Heimatland ein Gedicht auf dem Bauch eines toten Kindes las, das vom niedrigsten Ast eines Baumes murmelte. Casador las das Gedicht, blickte auf das Kind und wusste, dass dies die richtige Kunstgattung für ihn war. Scharlachrote Sendung, erhalte einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe, Schaden und Zauberrettung SG für jeden Gegner, den du bezwingst, bis zu einem Maximum von +3. Süße Adalas, bewirke möglicherweise Blutung, wenn du eine Kreatur mit dieser Waffe triffst, während du versteckt oder unsichtbar bist. Puh. Ist ein Dolch. Ist jetzt auch kein Stab, ne? Guck mal, die da drin sind jetzt auch alle Matsch. Brauchen wir gar nicht mehr befreien. Verstehe. Wer seid ihr denn jetzt? I admit I was not sure I would ever see you again. But you faced down the vampire ascendant and lived. I cannot say if I'm more impressed by your bravery or your terrible luck to face such a foe. Nehmen wir Ersteres. Ich könnte eure Kinder nicht retten, es tut mir leid. As are we all. But this is the hand fate has dealt. We will carry them in our hearts. As for you, you have my people's thanks. I know you face trials ahead. We will stand with you as best we can. Until then, go in peace and thank you. Oh Mann, Alter, es tut mir voll leid. It's a terrible thing for a father to bury his children. Doubly so, when nothing remains to bury. Jetzt fühle ich mich doppelt schlecht. Nee, hier hin. Sind hier irgendwelche Schätze begraben? Hier schon mal nicht, aber hier vielleicht. Was ist das hier? Ist okay für mich. Wenigstens ein bisschen was. Alles andere hieße, dass ich gerade gar nichts bekommen hätte. Ey, hier ist ein Schalter.
Auch den mache ich an, ist mir scheißegal. Minsk, kannst du das mal nehmen? Bist du so nett? Aber. Kriechen. Dieser Aufstieg. Wohin? Ich hab's doch gewusst, Alter. Ich hab's gewusst. Ich weiß nur nicht, wie man es hätte aufkriegen können. Und dann hätte ich auch nicht gewusst, wie man von hier aus hochkommt, weil hier ist ja alles im Arsch. Sag? Da ist einfach eine Falle drin in dem Sarg. Perlsonnenklinge. Okay. Verderben der Untoten. Angriffswürfe mit dieser Waffe sind gegen Untote im Vorteil. Und noch gleißend, Alter. Heftig. Okay, dafür hat es sich jetzt wieder gelohnt, ne? This city reeks of evil. Or perhaps Boo just needs to bathe. Genau, so macht man das. Tut mir so leid für euch, wirklich. Elevator lies ready to carry you back up to the palace. Erstmal wieder in die Stadt. So, jetzt werden wir uns der Ballgeschichte widmen. Und dann nehmen wir... Dann nehmen wir die andere mit. Die... Achso. Na, Scheibengleister. Hä? Warum kann ich nicht an die Truhe? Hab ich was verpasst? Kann auch nicht hier. Ja, wieder hier Auto, Alter. Ich komme hier nicht dran. Aber das ist kaputt.
Schattenherz, du musst mitkommen. Almost pleasant traveling with company. All right. So, meine Damen und Herren. Ein Vampir. Just saying. So, und wir gehen jetzt in die Kanalisation. Und dann versuchen wir da unser nächstes Glück, denn wir wissen ja jetzt, wie wir in dieses komische Tor kommen. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich da hinkomme. Wandert nochmal. Wo war dieses komische Tor? Warte mal, wir sind hier. Nee, das waren wir jetzt nicht. Das war doch hier, ne? Unterstadt Green. Ja, da sind wir doch. The vessel returns. Most shamefully. Ich habe dem Tribunal meinen Glauben nachgewiesen. Ich bin ein unheiliger Assassine des Baal. You lie. You are not faithful. The door stays closed. Hä? The vessel returns. Most shamefully unleashed. Wie kann ich mich beweisen? Proof of the Dreadlord's favor. Or ich habe dem. Mama. Was soll ich denn noch machen? Jetzt bin ich verwirrt. Ich sollte doch nur die Hände mitnehmen, oder nicht? Wir haben die Krankentrophäen des Serienmörders Dollar an uns genommen, die Hände seiner Opfer, damit wir uns dem Tribunal des Morgothos unter Kandul Hallows Grabstein gelangen und der herausfindet. Damit können wir zum Tribunal des Mordgottes unter Kandul Hallows Grabsteinen gelangen und herausfinden, wie man in den Tempel Baal kommt. Kandul Hallows Grabstein? Dun.
Wenn ihr mal ein bisschen schneller gehen würdet, wa? Hier jetzt? Oder wo? Warum liegt hier eine Schriftrolle drauf? Personen bezaubern. Aha. Door with the red script remains locked. It may open only to a password. Sicarius. Flaming fists this way. Ich traue dem Ganzen hier nicht. Bin ich der Einzige, der das hier merkwürdig findet? Present me well from gifts thine own, or I shall rend thy flesh from bone. Ich habe getötet, um hier zu sein, und habe die Hand des Opfers als Beweis mitgebracht. A grasping hand, an offering vile. Enter now the dread lord's trial. Eieiei, drei so eine mega Todesritter hier, ey. Blade at the ready. Du kannst auch einen beschwören, ne? Trusted zealots. His faithful departed. Prodigal servants. Each returns to do his bidding eternally. This man is known to all Baldurians, and his presence sparks dread in the pit of your stomach. Before you is Saravok Anchev, a Baalist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago. This is the court of the Dread Lord's Tribunal. I am its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. The would-be unholy assassins of Baal. But these are not aspirants. You have brought traitors of Baal into our midst. As you stood a statue, Stone Lord, a helpless ornament. Your city changed, warped, became ripe for the plucking. While you wriggled neath the city's soil like the worm that you are, it will please my hamster to kill you twice, Saravok.
The history they share may be long gone, but the threat of violence between them is as fresh as newly spilled blood. Neither party will let the other walk out of here alive. What purpose do you have in bringing this heretic to the court of Baal? Speak, or death will be your final word. Wir sind nicht hier, um alte Fäden wieder auszugraben. Ich suche einen Weg zum Tempel des Baal. Let us pave our own path. Starting with the kicked buttocks of that one there. Serevok once had his chance to taste of goodness, but he spat it back out. Now he may taste boot leather instead. You speak of the past. I speak of the future. Well, aspirant, do the shades of yesterday speak for you too? There are two paths to the Temple of Baal. To carve your devotion into flesh, or to be the carcass that is carved upon. Ich lese gerade. Wir finden einen dritten Weg. Möchtet ihr den alten Mann töten, Minsk, oder soll ich das tun? Ich spreche für mich selbst, Savarok. Und Minsk untersteht mir. Er wird keine Schwierigkeiten machen. Habe ich da jetzt irgendwie Bock drauf? Wir finden den dritten Weg. Ich habe gar keinen Bock jetzt auf schon wieder so einen fetten Kampf, ne? Mann! We have already smashed Seravok's soul from his body once. Bu says it is your turn. And so the idiot ranger raises his weapon against Seravok. Your hubris will be your undoing, as it was once mine. Only this time, you will fall, and Baal will have his offering by my hand. Nee. Wir hätten sie vorher platt machen sollen, einfach. Warum bin ich jetzt so weit vorne und alle so weit hinten? Huch! Wehgetan. Schützendes Band, aha. Also die pushen den hoch und wir müssen jetzt einfach nur hingehen. Wie weit kannst du das, Minsky Boy? Kann schon ziemlich weit, ne? Machen wir mal den hier. Einen Schritt noch nach vorne. Ja. Guck mal hier.
Der hat einfach alle drei fast alleine platt gemacht, Alter. Das soll keinem erzählen. Warte mal, seid ihr überhaupt nicht, dass die jetzt gleich immun sind gegen Feuer, ne? Hallo. Darf ich mir die auch angucken oder nicht? Giftimmun, nekrotisch immun. Richtig so, direkt nochmal. Freundchen, ich kann das auch. Wenn das mal klar ist. Auch noch. Schönen Fehlschlag gemacht. Ich renne die ganze Zeit immer ins Feuer rennen, das ist so herrlich. Jetzt spurten ab durchs Feuer. Und die dürfen nur angreifen. Okay. Ich überlege gerade, ob ich jetzt Mekko einmal heile. Aber kann ich trotzdem noch den hier raushauen, ne? Glory or glorious death!
lange hat er denn jetzt hier? Hä? Von mir aus, mach doch, was du willst, aber warum bist du jetzt unverwundbar? Was ein Scheiß. Ich kann Will auch nicht mehr steuern gerade. Ich hab's mir vorhin noch gedacht. Mach sie einfach feuerplatt. Und alles ist gut. Dann kann ich auch einfach laufen. Fall by my hand. Oh, der hat mir eine Gegenbackpfeife gegeben. Ich könnte auch einfach Untote kontrollieren. Naja, egal. If you wish, Minsk will not judge. Villainous face, meet virtuous face. Na? Also einen am Boden liegenden zu verprügeln, ist ja wohl schon fast traurig. Nö, wir hauen einfach mal drauf. Sehr gut. Bitteschön. So ein Knüppel vom Kopf. Er ist wohl echt ein Witz hier, dass der den gar nicht trifft schon wieder, ne?
Ich hatte schon wieder diese Viecher da. Hatte ich keinen Sinn hier. Wie kann man das beenden, was er da hat? Kannst du nicht treffen, was willst du da machen? Ja, buh, Alter, ja moin. Sie hat den einfach umgenietet. Jetzt eine Runde liegend. I think you can take me on. Let's end this. On the move. To glory or glorious death. Die Waffe ist einfach echt Müll. Kannst du mir doch sagen, was du willst? Die kann nix. Oh, so ein Zweihand-Knüppelhammer, Mega-Ding. Der Schadensunterschied ist halt schon groß, ne? Aber wenn er dann kann, glaube ich, knallt er ordentlich. Wir gucken gleich mal. Nicht geklappt.
Da jetzt aber. Der hat ihm einfach in die Fresse gehauen. Warum hast du ihm jetzt in die Fresse gehauen, Minsk? Sword at my side and hamster at hand. Still breathing, despite everything. Na guck mal, Minsky. Du erhältst Dunkellicht bis zur Reichweite von 3 Meter oder 15 Meter. Falls du sie bereits besitzt, benötigst du einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf, ein Auge weniger. Kannst nicht verängstigt. No, das ist doch schon mal Amulett vom Baal. Betritt die Kanalisation durch eine runde Straßenluke. Geh nach Nordwesten, um zu den Unterstadt zu gehen. Ja, da waren wir. Vielleicht ist das auch was für dich? Oha! Junge, der kriegt einfach hier komplett neue Klamotten. Also. Das macht keinen Sinn. Schild des Unfrommen. Deine Gegner sind bei Rettungswürfen gegen deine Zauber oder Aktionen die Furcht zufügen im Nachteil. Du hältst einen Zauberplatz des ersten Grades. Schade. Die ist schon geil. Was mit dir? Ich krieg da noch Leben zurück, Alter. Fällt dir nichts mehr ein. Dead Blood. Der hat immer noch sein Schwert auf dem Rücken, ohne dass er es überhaupt noch hat. Das hab ich nämlich. Aber jetzt kommen wir dahin, wo wir hin wollten. Vorhin. Lesen. Masons Tagebuch. Niemals in all den Jahren meiner Handwerkskunst habe ich das Gefühl gehabt, ich würde meine eigene Grabstätte anfertigen. Diese rüstungsbewehrte Hülle, die ich einst für einen Mensch hielt. Er hat mich während der Renovation hier eingesperrt. Er sagt zwar, ich könne gehen, sobald ich die Arbeit getan habe. Ilmater, dieser widerwärtige Gestank. Ich bin nicht dumm. Altes Hauptbuch. Hierin wird der Blutbedarf festgehalten, der Leichenreichtum unserer Opfer ihrer toten Händen entrissen. Nach der Protokollierung und nachdem der Assassine seinen eigenen Anteil an sich genommen hat, wird der Rest dem Tempelvorstand übergeben, nicht mehr dem Diener wie bisher. Klamotten. Das waren nur ein paar Tränke.
Faust Ovriel. Liebe Quill. Lieber Kiel. Liebe Kiel. Erinnert ihr euch an mich? Wir haben uns einen süßen Abend lang unterhalten, nachdem ihr im Gasthaus im Nashkill einen atemberaubenden Auftritt absolviert hattet. Ich war damals auf Patrouille dort. Wie ich gehört habe, seid ihr auf dem Weg nach Baldur's Tor, um euer Liederbuch zu verlegen, und ich habe schon ein Exemplar vorbestellt. Wenn ihr einer bescheidenen Faust diese Verwegenheit verzeiht, so möchte ich euch schriftlich schicken, was an jedem Abend zu sagen, ich nicht kühn genug war. Jede eurer Tonleitern ist ein Juwel, eure Augen strahlen heller als das Feuer eurer Kehle. Seit ich euch begegnet bin, sehne ich mich immer wieder euer Antlitz vor mir. Ich habe gewiss viele Verehrer als Gelehrte auf dem Gebiet der Liebesballaden, doch wenn ihr ins Tor kommt, vielleicht möchtet ihr euch dann auf eine schöne Nacht in der errötenden Nixen mit mir treffen. Okay. Ach so. Man kann es auch einfach haben, ne? Okay, hier wird nichts mehr sein. Dann lass uns rausgehen. Hier oben wird ja auch nichts mehr sein. Dann machen wir uns rauf wieder. Ne? Ihr wisst schon. Dari. Dari. Da. Gut, und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Ne? Ihr kennt das. Tschüss.